stattfindet. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 4591, Wintermoratorium für Abschiebungen in südosteuropäischen Ländern. Ich weise hin auf den Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Dieser trägt die Drucksachennummer 4637. Auch hier haben wir verabredet, dass die Abstimmung erst nach dem Tagesordnungspunkt 10 stattfinden soll. Und ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Herrmann von den Piraten das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den regierungstragenden Fraktionen. In der Vorweihnachtszeit sprechen wir immer viel von Nächstenliebe. In der Geschäftsordnungsdebatte eben waren ein paar nicht so schöne Zwischentöne. Bei der Andacht heute früh war auch die Rede davon. Das ist gut. Nun muss man beileibe kein Christ sein, um sich für Flüchtlinge einzusetzen. Flüchtlinge aufzunehmen und nicht zurückzuweisen, ist ein Gebot der Menschlichkeit, völlig unabhängig von Glauben und Konfession. Und für parteitaktische Spielchen eignet sich dieses Thema schon mal gar nicht. Und das bringt mich dann direkt zu Ihnen und Ihrem Entschließungsantrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen und der SPD. Darf ich davon ausgehen, dass Sie mit Ihrer Entschließung Ihr Engagement in Flüchtlingsfragen unterstreichen wollen, um unserem Antrag dann anschließend abzulehnen? Ich habe mir Ihren Antrag angeguckt und finde da ein krudes Sammelsurium von verschiedensten Punkten. Dass Sie in der Überschrift schon auf den Winter 2014-2015 abzielen, ist zwar vorausschauend, aber vermutlich einfach ein Fehler. Schließlich geht es um die aktuelle Situation und nicht um nächstes Jahr. Dann sprechen Sie von schneller und unbürokratischer Bearbeitung von Asylanträgen, gerade auch bei Familiennachzug. Ist das noch auf unseren Syrien-Antrag von vor 3 Wochen bezogen? Denn wir sprechen heute ja von einem Abschiebestopp in die Balkanländer. Weiter führen Sie einen Sensibilisierungserlass Kosovo an und meinen damit, dass Abschiebungen von Angehörigen, von Minderheiten in den Kosovo nur stattfinden sollen, wenn geprüft wurde, dass keine besonderen Härten entstehen. Das wäre gut für Menschen, denen eine Abschiebung in den Kosovo bevorsteht. Aber wir haben bei Flüchtlingsorganisationen nachgefragt. Dort sind keine Fälle bekannt, in denen dieser Erlass eine Abschiebung verhindert hätte. Dass es einen solchen Erlass für kein anderes Land des westlichen Balkans gibt, spielt dann auch keine Rolle mehr. Dabei ist die Situation der Minderheiten in Südosteuropa nach wie vor geradezu katastrophal. Claudia Roth, jetzt Bundestagsvizepräsidentin, war Mitte dieses Jahres dort und bescheinigte Serbien und Mazedonien eine systematische Diskriminierung der Roma. Rassistische Übergriffe gegen Roma wären an der Tagesordnung. Sie forderte darauf hin, diese Diskriminierung als verfolgungsrelevant anzuerkennen. Dem können wir Piraten uns nur anschließen. In der 2 Wochen alten Vorlage des Innenministeriums, 16/14/45 ist die Nummer, ist in Bezug auf Serbien auffällig oft zu lesen, dass Serbien versucht und sich bemüht, die Lage der Roma zu verbessern. Man kennt das ja aus Arbeitszeugnissen. Die Formulierung, dass eine Person sich stets bemüht, heißt nichts anderes, als dass sie total versagt hat. Eine glatte 6. Weiter heißt es in der Vorlage, dass eine Registrierung Voraussetzung für den Zugang zu Sozialleistungen, Gesundheitsfürsorge, Bildung und Wachstum ist. Eben diese Registrierung ist insbesondere für Roma sehr schwer bis unmöglich zu erlangen. Nur ein Bruchteil der Roma ist registriert. Für die Registrierung ist es nämlich notwendig, dass der Betroffene einen festen Wohnsitz und ausreichend Einkommen nachweist. Kann er das nicht, gibt es keine Registrierung und damit keinen Zugang zu Wohnraum. Ein klassischer Teufelskreis also. Ja, hier sind die Bundesregierung und alle europäischen Länder aufgefordert, Druck aufzubauen und Lösungen vor Ort zu finden. Wir müssen uns dafür um die Menschen kümmern, die hierhin zu uns gekommen sind, um Schutz und Hilfe zu suchen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Abschiebung bedeutet, die Angehörigen der Minderheiten wieder Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen und Armut auszusetzen. Abschiebungen im Winter bedeutet darüber hinaus, die Menschen in schlecht oder gar nicht beheizte Baracken zurückzuschicken und damit wissentlich Kältetote in Kauf zu nehmen. Herr Minister Jäger, Ihr schleswig-holsteinischer Kollege Breitner hat ein Wintermoratorium erlassen. Bis zum 31. März 2014
sollen keine Minderheitsangehörige mehr nach Serbien, Mazedonien, Kosovo, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Albanien abgeschoben werden. Auch die Bundesländer Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz wollen die Abschiebungen aussetzen. Wir können nicht einsehen, wieso es Nordrhein-Westfalen nicht möglich sein soll, sich diesem Verfahren anzuschließen. Es liegt nur an Ihrem politischen Willen, das sage ich auch ausdrücklich in Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Grünen. Uns ist egal, wie Sie das machen. Hauptsache ist, dass Abschiebungen nicht stattfinden. Wir haben hier im Landtag eine Mehrheit, die Minderheiten schützen möchte. Daher bitte ich Sie eindringlich, unserem Antrag zuzustimmen. Ein letztes Wort noch zu Ihrem Entschließungsantrag. Ein Lichtblick ist doch die Ankündigung einer Vorgriffsregelung, um langjährig geduldete Ausländer nicht abzuschieben. Das ist ein gutes Signal, und auch wenn wir Ihren Antrag ansonsten für heiße Luft halten, werden wir ihm wegen dieses einen Punktes zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Herrmann. Und nun spricht für die SPD-Fraktion Kollege von Grünberg. So, ich bin zu hoch hier. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Piraten, ein Wintermoratorium für Abschiebungen in südosteuropäische Länder zu entscheiden, greift unseres Erachtens zu kurz. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren häufiger mal die Diskussion über die Winterabschieberstopp für Menschen aus dem Kosovo. Und hierbei ging es ja in der Regel um diejenigen aus dem Kosovo, die schon lange hier waren, oft aus Zeiten des Bürgerkrieges, und die aus Verschleppung von Asylanträgen und sonstigen Duldungsgründen hierher waren, hier geblieben sind. Diese Menschen abzuschieben, erst recht im Winter, halten für ebenso problematisch und wollen das auch verhindern, dass sie abgeschoben werden. Wie Sie wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir ja diese Sonderabschiebestopps immer nur für ein halbes Jahr machen, weil eigentlich die Innenministerkonferenz darüber entscheidet, und wir können das auch nicht dauernd machen, da sagt gerade der Minister Jäger, das kann eben nicht zur Regel werden, sondern das ist eben ein grundsätzliches Problem, was wir mit der Innenministerkonferenz beredet werden muss und was zwischen den Ländern beredet werden muss. Und wir haben jetzt mehrfach Abschiebestopps schon durchgeführt, und im letzten Jahr hatten wir das Glück, dass kein Flugzeug geflogen ist und deswegen keine Abschiebung stattgefunden haben. Wie gesagt, bezog sich diese Abschiebungsstopp immer auf die Menschen aus dem Kosovo. Wir sorgen mit dem jetzigen Änderungsantrag dafür, dass eben die Landesregierung dafür sorgt, dass alle, die langjährig geduldet sind, eben tatsächlich nicht abgeschoben werden können. Und zwar deswegen auch Bezug auf die Bundesregierung. Es kann ja nicht angehen, weil die Bundesregierung gesagt hat, und das ist ein Bestandteil der Koalitionsvereinbarung, dass diese Menschen nicht abgeschoben werden sollen. Und deswegen wäre es natürlich aberwitzig, wenn wir jetzt die Menschen abschieben und nachher sagen, ja, sie hätten ja eigentlich hier bleiben sollen. Und deswegen begrüße ich sehr die Bereitschaft des Innenministeriums zu sagen, nein, diese Leute sollen jetzt nicht abgeschoben werden. Hinweis an die Ausländerbehörden, diese nicht. Und das ist der Personenkreis, um den es bisher immer gegangen ist, für den wir jetzt eben mehr tun, als sie fordern. Dann gibt es natürlich jetzt die Ausweitung auf andere Gruppen, die aus Südosteuropa kommen. Also wenn diese Geschichte mit der langjährigen Duldung gilt, dann gilt das natürlich auch für die. Es gilt jetzt allenfalls für die Frage, die kurzfristig hergekommen sind. Und da sagen wir, kann es doch nicht richtig sein, dass wir die Leute, die jetzt frisch hierher gekommen sind, um hier den Winter zu verbringen, dann wieder sagen, ihr könnt euch aber nicht abgeschoben werden. Das ist jedenfalls ungerecht gegenüber denjenigen, die da geblieben sind in der Kälte, weil sie zum Beispiel ihren Kindern helfen wollte, eben nicht aus der Schule genommen zu werden, etc. etc. Und deswegen halten wir es nicht für sinnvoll, für diese, die gerade gekommen sind, zu sagen, naja, du kannst jetzt ein halbes Jahr bleiben. Die sind, glaube ich, dann privilegiert gegenüber den anderen, die in der Kälte geblieben sind. Ich habe Ihnen einen Weihnachtsgruß geschickt, meine Damen und Herren, meine liebe Kolleginnen und Kollegen. Da habe ich darauf angesprochen, auf eine Institution, die vom Caritasverband abgedeckt wird und die intensiv in Mazedonien dafür sorgt, dass Kinder
nun tatsächlich beschult werden, dass ihnen Unterricht gegeben wird, dass Eltern geholfen wird etc. Diese Organisation hat dazu wesentlich beigetragen, dass die Leute eben nicht wegziehen. Und ich kann Sie nur bitten, eben tatsächlich nicht nur hier Worte zu machen, sondern auch konkret zu werden, vielleicht selbst Geld zu überweisen an die Organisation bzw. für diese Organisation zu werben. Das ist ein aktives Handeln, dass die Menschen eben in Mazedonien eine Chance haben und eben nicht zulasten ihrer Kinder sagen, ich gehe mal nach Deutschland für ein halbes Jahr und mein Kind ist dann aus der Schule und ich verliere eigentlich alle Ansprüche. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Herrmann? Ja. Bitte, Herr Herrmann. Ja, vielen Dank, Herr Steinmeier, dass Sie die, Herr Grünberg, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Also wir möchten ungern einen Unterschied machen zwischen den, ob Menschen kurz hier sind oder lang hier sind. Uns geht es um die nächsten 3,5 Monate. Und Sie haben eben gesagt, es wäre nicht ein weiterer Wintererlass möglich, weil es den schon mal gegeben hat zur Abstimmung in den Kosovo. Jetzt sind aber noch eine Menge andere Länder ja aufgeführt. Wäre es dann nicht möglich, die Regelung für den Kosovo, die Sie jetzt haben, diesen Sensibilisierungserlass zu lassen und einen Wintererlass für die anderen Länder zu machen? Der war ja noch nicht. Also ich bin kein Spezialist für diesen Bereich, aber ich hatte ja gerade gesagt, dass inhaltlich, ich sage, die Leute, die länger hier sind und geduldet worden sind, denen soll man jetzt im Rahmen des Bleiberechtsdiskussion eben auch hier die Möglichkeit geben zu bleiben. Die Leute, die kurzfristig rübergehen, um hier ihren Winter zu verbringen, die noch damit zu belohnen, dass obwohl ihr Asylverfahren abgeschlossen ist, zu sagen, jetzt kannst du aber hier bleiben, das halte ich nicht für gerechtfertigt. Das halte ich dann eben geradezu als Aufforderung, im nächsten Jahr denn in Nordrhein-Westfalen zu überwintern. Das halte ich nicht für eine richtige Maßnahme. Wir sollten alles dran tun, dass die Lebensbedingungen selbstverständlich in diesen Ländern verbessert werden. Selbstverständlich streiten wir um die Frage der Verbesserung der Lebensverhältnisse, gerade der Roma. Das ist aber durch allein einen Winterabschiebestopp nicht zu machen, sondern da ist der Bund intensiv aufgefordert und die Europäische Gemeinschaft endlich mal den Schutz der Roma in diesen Ländern auch durchzusetzen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kollege von Grünberg. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Kollege Lohn. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Antrag der Piraten zielt darauf ab, einen Abschiebestopp faktisch zu erlassen bis Anfang April für die westlichen Balkanländer und mit der Begründung, einen Schutz von Minderheiten vor Diskriminierung im weitesten Sinne ja zu gewährleisten. Sie berufen sich dabei auf eine Aussage von Frau Roth, der ehemaligen grünen Bundesvorsitzenden. Und ich denke mir, auch in Zeiten der vorweihnachtlichen Barmherzigkeit kann man da durchaus auch sachlich und differenziert zu einem anderen Ergebnis kommen. Sicherlich ist das so, dass heute die Minderheiten wie Roma, Aschkali oder Ägypter in den westlichen Balkanländern unter sehr schwierigen Bedingungen leben und sie werden dort auch tatsächlich trotz entgegenstehender dortiger Gesetze diskriminiert. Doch wenn wir ehrlich sind, wenn diese Minderheiten zu uns kommen, ist mit der Diskriminierung gar nicht Ende. Eine wirkliche Verbesserung, was das Thema Diskriminierung angeht, es wird überhaupt nur marginal zu erkennen, was faktisch unterschiedlich ist. Die wirtschaftlichen Bedingungen sind bei uns erheblich besser. Das ist aber nicht das Kriterium. Anders als Frau Roth bin ich bei einer Delegationsreise des Innenausschusses im Jahr 2010 im Kosovo gewesen und zu der Erkenntnis gekommen, dass in der Tat die Bedingungen dort sehr hart sind, aber nicht unmenschlich, nicht grundsätzlich unmenschlich. Es fehlt sicherlich an Bildung, es fehlt an Arbeit. Woran es aber grundsätzlich nicht fehlt, ist Lebensmittel, Wohnraum oder auch eine gewisse Grundversorgung, was die Gesundheit angeht. Und die Teilnehmer der Reise, damals war der Minister Jäger dabei und auch Frau Dücker von den Grünen, sind da auch durchaus zu unterschiedlichen Auffassungen gekommen. Ich war mir sicher, dass der Herr Jäger das so ähnlich eingeschätzt hat, wie ich es gerade dargestellt habe. Frau Dücker sah das anders und deswegen gab es auch Ende 2011 einen veritablen Koalitionskrach im Vorfeld dieses faktischen Abschiebestopps, der da veranlasst wurde. Letztendlich musste Minister Jäger das da machen. Er hat es dann auch getan. Bis zum 31.03.2012 wurde keiner abgeschoben in den Kosovo. Ja, erstaunlich war dann aber, als der wirklich harte Winter 2012, 2013 vor der Tür stand, da kam es zu keinem Abschiebestopp. Und noch erstaunlicher ist dabei,
dass die Grünen, die vorher als Opposition, aber auch als Regierungsfraktion so vehement Abschiebestopps gefordert haben, im Winter 2012/2013 öffentlich nicht ein einziges Wort der Kritik an der Vorgehensweise, außer dem Verzicht auf den Abschiebestopp, gefunden haben. Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann daraus nur schließen, entweder hat Herr Jäger es geschafft, die Grünen mundtot zu machen, oder aber die Grünen sind mittlerweile auch davon überzeugt, dass es keine faktische Notwendigkeit gibt für einen Abschiebestopp. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Frau Dücker insbesondere, herzlich willkommen in der Realität. Ihre Oppositionsrolle übernehmen heute die Piraten für Sie. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Herrmann? Gerne. Bitte schön, Herr Herrmann. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich finde es sehr gut, dass sich dieses Haus so sehr für die Belange der Minderheiten im Kosovo einsetzt und auch eine Reise dahin gemacht hat, habe ich verstanden. Jetzt habe ich eben vorgetragen, und meine Frage wäre, ob Ihnen bekannt ist, dass halt die Minderheiten auch in und gerade in Serbien, Mazedonien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Albanien verfolgt werden und dort Probleme haben. Und dass nicht nur Frau Roth das anmerkt, sondern EU-Institutionen, NGOs und so weiter und so fort. Ja. Ja, vielen Dank für die Zwischenfrage. Ich lobe den Minister ja selten, aber in der letzten Vorlage, die Sie eben auch zitiert haben, wird dezidiert zu jedem der einzelnen Staaten Stellung genommen. Da wird beschrieben, wie die Voraussetzungen sind. Es wird nichts beschönigt, aber daraus lässt sich nicht der Schluss ziehen, dass die Lebensumstände dort menschenunwürdig werden und eine Abschiebung pauschal nicht ermöglichen würden. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, letztendlich bin ich fest davon überzeugt, dass die Ausländerbehörden bei uns im Land nach Recht und Gesetz handeln, und das sieht heute schon vor, dass man individuelle Einzelfallprüfungen vornimmt und überall da, wo man zu dem Ergebnis kommt, es gibt humanitäre Härten, die nicht zu akzeptieren sind, da ist das Aufenthaltsgesetz schon gut aufgestellt. Mit § 60 wird ein gesetzlich vorgeschriebenes Abschiebeverbot dann in Kraft gesetzt. Dass wir die befristete Abschiebung schon einmal gemacht haben, wurde eben bereits zitiert. Darüber hinaus ist der Sensibilisierungserlass vom 3. Mai 2013 in Kraft gesetzt. Ich bin der Meinung, wir brauchen keinen Abschiebestopp. Und wir brauchen auch den Entschließungsantrag von SPD und Grünen nicht, denn zum großen Teil wird nur darauf Bezug genommen, was schon gesetzlicher Tatbestand ist. Und was die Vorgriffsregelung auf Inhalte des Koalitionsvertrages angeht, ist das so, dass der Koalitionsvertrag ein datums- und altersunabhängiges Bleiberecht formulieren will, aber nur für Fälle in gelungener Integration. Und gerade der Personenkreis, die Minderheit, über die wir hier sprechen, also die Roma, Aschgali und die Ägypter, sind fast ausnahmslos nicht integriert, leider nicht integriert. Deswegen würden die Regelungen, die in dem Koalitionsvertrag angesprochen werden, diesen Fall, diesen Problemfall gar nicht lösen. Und deswegen halten wir den Antrag der Piraten für nicht zielführend und auch den Entschließungsantrag von SPD und Grünen nicht. Dankbar bin ich Herrn von Grünberg dafür, dass er gesagt hat, wenn wir einen Abschiebestopp jetzt machen würden, würde das auch Anreize, neue Anreize schaffen, Flüchtlinge dazu zu animieren, auf den Weg nach Nordrhein-Westfalen zu kommen. Letztendlich würde es die Situation für diesen Personenkreis eher verschlimmern, denn 90% der Verfahren enden hinterher negativ. Die müssen dann wieder zurückgeschickt werden. Also wenn wir helfen wollen, müssen wir das im Bereich Bildung, Arbeit, Wohnung und Gesundheit vor Ort machen. Da gibt es super Programme wie das Programm Brücke, was zum Beispiel von Deutschland auf den Weg gebracht wurde, wo auch speziell nordrhein-westfälische Flüchtlinge von profitieren. Und die Erfahrungen sind gut. Deswegen werden wir ruhigen Gewissens auch in der Vorweihnachtszeit beide Anträge ablehnen. Danke. Vielen Dank, Herr Lohn. Und für die Grüne Fraktion hat nun das Wort Frau Dücker. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Lohn, es wird Sie überraschen. Ich werde nicht in üblicher Weise auf Ihre Provokationen hier streitig eingehen, sondern Sie haben mich ja gelobt mit dem Satz Willkommen in der Realität. Ich lobe Sie einfach mal zurück, denn auch Sie sind in der Realität angekommen, denn im Vertrag, zumindest auf Bundesebene, im Vertrag der Großen Koalition findet sich eine Bleiberechtsregelung wieder, die eins zu eins die rot-grüne Gesetzesinitiative im
Bundesrat bestätigt. Sie bestätigen rot-grüne Politik auf Bundesebene, und das haben Sie klasse gemacht, und deswegen lobe ich Sie dafür. Und auch da sind Sie ein Stück weit in der Realität angekommen. Schade, dass das hier im Landtag, Herr Kruse hatte ja immer vehemente Gegenplädoyers gehalten, und da unterstützen Sie jetzt rot-grüne Politik, finde ich klasse. Man sollte auch sowas wie Wertschätzungskultur und so hier im Landtag auch mal machen. So, was machen wir hier in Nordrhein-Westfalen? Die rot-grüne Koalition hat sich im Koalitionsvertrag zu einer humanitären Flüchtlingspolitik bekannt. Auch wenn das Aufenthaltsgesetz und weitere Gesetze wie Asylbewerberleistungsgesetz klar Bundespolitik sind, haben und können wir hier Spielräume ausnutzen für eine humanitäre Flüchtlingspolitik, im Übrigen auch auf kommunaler Ebene. Wir haben da nicht nur wohlmeinende Sätze in den Koalitionsvertrag geschrieben, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern wir haben auch danach gehandelt. So hat sich Nordrhein-Westfalen für eine stichtagsfreie Bundesratsregelung für das Bleiberecht, für eine Bleiberechtsregelung im Bundesrat eingesetzt, die jetzt im Koalitionsvertrag steht. Gut verhandelt, Herr Minister, die CDU mit guten Argumenten überzeugt, und insofern hat sich das jetzt auch, wird sich das bundesweit widerspiegeln. Wir haben uns im Bundesrat für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes stark gemacht. Leider, Herr Minister, haben Sie das nicht durchgesetzt im Koalitionsvertrag. Das bedauere ich sehr, denn die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes hätte auch finanzielle Entlastung der Kommunen in einem nicht unerheblichen Maße zur Folge. Vielleicht schaffen wir das noch gemeinsam, da vielleicht doch noch etwas zu verbessern. Wir haben einen ganz wichtigen Ausführungserlass zum § 25 Absatz 5 hier in Nordrhein-Westfalen gemacht. Das ist die weitestgehende Regelung, die wir in Deutschland haben. Und es betrifft genau diese Zielgruppe, um die es uns ja immer wieder geht, nämlich die langjährig geduldeten Menschen, die hier vor Abschiebung geschützt sind. Da haben wir eine tolle Regelung, wo wir auch wirklich Menschen konkret einen Aufenthaltsstatus verschaffen, bundesweit. Das Beste, was, da, was es dazu gibt. Und NRW nimmt die meisten Flüchtlinge aus Syrien auf. Auch das muss man hier mal festhalten. Im Rahmen eines inzwischen unbefristeten eigenen Landeskontingentes. Und auch hier ist Nordrhein-Westfalen beim Flüchtlingsschutz ganz vorne bundesweit mit dabei. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist bei uns Standard, ist in anderen Ländern nicht Standard, dass sie nach Jugendhilferecht behandelt werden und in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht werden. Das Land unterstützt Clearinghäuser, damit diese Jugendlichen eben nicht in den Sammelunterkünften landet. Und als erstes Bundesland werden wir jetzt diesen Vorgriffserlass machen. Das heißt, um es ganz konkret zu sagen, hier werden Tausende von Menschen geduldet, die von Abschiebung akut bedroht sind, Tausende von Menschen direkt und schnell, ich hoffe, der Erlass kommt bald aus dem Innenministerium, auch an die Ausländerbehörden vor Abschiebung geschützt. Last but not least haben wir, ich sage mal in Anführungszeichen, mit einem sogenannten Sensibilisierungserlass uns im Mai 2013 dazu entschieden, nochmal auf die besondere Situation der Minderheiten im Kosovo hinzuweisen. Und da heißt es in diesem Erlass, das ist die Abschiebung im Ergebnis nach § 58 Aufenthaltsgesetz geboten, ist den individuellen Belangen, besonders schutzbedürftiger Personen, bei der zeitlichen und organisatorischen Planung der Rückführung nach Möglichkeit angemessen Rechnung zu tragen. Das gilt insbesondere für Familien mit minderjährigen Kindern, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, alleinreisende Frauen, Menschen über 65 sowie für Kranke und Pflegebedürftige. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diesen entgegen Ihren Äußerungen, Herr Herrmann, tatsächlich auch Rechnung getragen werden, zeigen doch die Zahlen. Schauen Sie doch mal, wer dann wirklich letztlich im Flieger sitzt und abgeschoben werden. Ich habe mir das mal noch mal in der Vorlage vom Innenausschuss noch mal angeschaut. Bis Ende September 2013 wurden ganze 25 Personen, die ethnische Minderheiten angehörten, ins Kosovo abgeschoben. 25 Personen bis Ende September 2013. Wir haben insgesamt, um die Zahl auch mal dagegen zu halten, 13.500
Ausreisepflichtige aus den Westbalkanstaaten. Angesichts dieser Menge der Menschen, die hier bei uns leben, ist dann diese faktischen Zahlen doch sehr gering. Ich fasse zusammen zum Schluss. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen per Erlass eine sensible Einzelfallprüfung, die jetzt nicht nur für den Winter geht. Ich gehe davon aus, dass damit besonders Schutzbedürftigen auch wirklich vor Abschiebung geschützt werden. Und wir haben einen sofortigen Abschiebeschutz, unabhängig von Jahreszeiten, für langjährig Geduldete im Vorgriff auf die Bleiberechtsregelung auf den Weg gebracht, als bisher einziges Bundesland. Und deswegen kann ich hier guten Gewissens sagen, in Nordrhein-Westfalen werden Menschen, Flüchtlinge hier auch nach humanitären Grundsätzen behandelt und vor Abschiebung geschützt, wenn sie schutzbedürftig sind. Und das wird Frau auch so bleiben. Dankeschön. Frau Abgeordnete, bleiben Sie doch bei mir. Ich wollte Sie noch gar nicht verabschieden. Ich wollte Sie fragen. Ich war aber mit der Redezeit zu Ende. Ja, das wäre mein zweiter Hinweis gewesen. mein erster wäre und ist, dass es noch den Wunsch gab, seit einiger Zeit Ihnen eine Zwischenfrage stellen zu dürfen. Ich glaube, ich habe alles ausgeführt. Würde ich jetzt auch meinen, dass es erschöpfend war. Dann darf ich Ihnen danken und dann sind Sie entlassen. Als nächster Redner steht schon bereit für die FDP-Fraktion Herr Kollege Dr. Stamm. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Da wir, Frau Düker, dabei sind, die Komplimente zu verteilen, möchte ich das dann umgekehrt auch an die rot-grüne Landesregierung zurückgeben. Wir freuen uns, dass Sie in der Frage der Aufnahme der syrischen Flüchtlinge unserer Linie, die wir hier in der letzten Plenumsperiode hier vertreten haben, von CDU, FDP und Piraten gefolgt sind. Vielen Dank, Herr Minister. Darüber haben wir uns dann auch gefreut. Vielen Dank, Frau Düker. Zu dem Antrag konkret der Piraten. Der Kollege von Grünberg hat das hier, wie ich finde, sehr sachlich ausgeführt, warum auch wir uns hier nicht anschließen werden, weil wir der Meinung sind, dass ein pauschaler Abschiebestopp das falsche Signal ist. Zum Entschließungsantrag der Grünen sage ich, dass da viel Richtiges und viel Vernünftiges drinsteht, was sich auch mit unserer Programmatik deckt. Wir allerdings ein bisschen verwundert sind, dass der jetzt so hoppla hopp hier anderthalb Tage vor Beratung uns erreicht und wir bei dem Thema Kettenduldung auch der Meinung sind, dass das dann schon auch einer sorgsamen Beratung bedarf. Deswegen werden wir uns an dieser Stelle enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Stamm. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde den Entschließungsantrag von SPD und Grünen gibt sehr zutreffend wieder, wofür diese Landesregierung steht. Sie steht für eine moderne, sie steht für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Aber Recht und Humanität auf diesem Gebiet immer im Einklang zu bringen, das ist bedauerlicherweise keine einfache Aufgabe. Herr Herrmann, ich habe großen Respekt vor der Intention Ihres Antrages. Aber Sie müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass ein vorübergehender Abschiebestopp durch ein Bundesland nicht oder ein dauerhafter nicht erklärt werden kann, sondern dass nach 60a ausschließlich wenige Monate, nämlich 6 Monate, in Addition und kumuliert eine solche Ausreiseverfügung auf den Weg gebracht werden kann. Und ich bitte auch zur Kenntnis zu nehmen, dass alles andere ein Einvernehmen mit dem Bundesinnenminister bedarf. Und so wie ich die letzten Bundesinnenminister verstanden habe, ein solches Einvernehmen auch nicht herzustellen ist. Herr Minister, entschuldigen Moment, bitte nicht. Keine Zusage. Nein. Also das ist eine große Aufgabe. Sie wäre deutlich einfacher, wenn die Bundesregierung ihr Versprechen schnell einlöst, ein gesetzliches Bleiberecht zügig auf den Weg zu bringen, und zwar ohne Stichtagsregelung, so wie es im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Das wäre aus meiner Sicht ein wichtiges Zeichen der Menschlichkeit für viele hier gut integrierte ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Nordrhein-Westfalen, die sich seit Jahren Tag für Tag fragen, meine Damen und Herren, wann werde ich möglicherweise abgeschoben oder darf ich doch bleiben? Und ich finde, wir müssen übereinstimmend in der Sache klar sein. Für diese Menschen ist der Nationalpass, den sie besitzen, oft noch die einzige Verbindung zu dem Land, dessen Staatsangehörigkeit sie auf dem Papier besitzen.
Die Heimat dieser Menschen ist längst Deutschland geworden. Sie sind gut integriert. Sie haben hier Freunde. Sie sind in den Vereinen, in den Kirchengemeinden ehrenamtlich engagiert. Und meine Damen und Herren, Kettenduldung über Jahre hinweg sind nicht mehr für diese Menschen als das Aneinanderreihen von Fragezeichen. Und das ist so, weil bisher der Gesetzgeber keine Antwort dafür gefunden hat, wie gehen wir mit diesen Menschen um. Und es gibt so viele positive Beispiele dafür, dass Menschen, die auch nur geduldet hier sind, sich wunderbar integriert haben und deshalb auch einen Anspruch auf einen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben. Um es deutlich zu sagen, ich begrüße außerordentlich den Entschließungsantrag der beiden Fraktionen und ich komme da in der darin gestellten Forderung sehr gerne nach. Erstens, ich werde mich als Vorsitzender der Innenministerkonferenz 2014 aktiv für ein zügiges Gesetzgebungsverfahren einsetzen, damit die seit langem auch in Nordrhein-Westfalen lebenden Menschen und die im Koalitionsvertrag festgelegte, längst überfällige, stichtagsunabhängige Bleiberechtregelung auch zum Zuge kommt. Und zweitens, im Vorgriff darauf, meine Damen und Herren, im Vorgriff darauf unverzüglich dafür sorgen, dass durch einen Vorgriffserlass aus Nordrhein-Westfalen niemand mehr abgeschoben wird, der diese Bleiberechtsregelung zukünftig für sich in Anspruch nehmen kann. Ich glaube, meine Damen und Herren, damit gehen wir einen großen Schritt voran. Das ist bundesweit bisher, sind wir das einzige Land, das diesen Schritt geht. Ich hoffe, andere Länder werden folgen. Und so wie ich die Debatte verstanden habe, werden wir für diesen Schritt auch breite Zustimmung hier im Parlament finden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Seien Sie so nett, am Rednerpult zu verbleiben. Ich lade Sie herzlich ein. Ich lade Sie sehr herzlich ein. Ich freue mich, wenn Sie der Einladung Folge leisten, weil Herr Kollege Herrmann hat sich zu Wort gemeldet für die Piratenfraktion zu einer Kurzintervention. 90 Sekunden hat er jetzt Zeit und danach antwortet Herr Minister Jäger bis zu 90 Sekunden. Herr Kollege Herrmann, wenn Sie sich freundlicherweise eindrücken, dann können Sie jetzt loslegen. Ja, vielen Dank. Ich mache es nicht ganz so lang. Also ich bedanke mich ausdrücklich für das Engagement, was Sie auch an den Tag legen. Auch der Vorgriffserlass finde ich eine hervorragende Idee und wunderbar. Ich bin gespannt auf die Umsetzung jetzt. Also das ist wirklich großartig, den Menschen, die hier lange leben, diese Möglichkeit zu eröffnen. Was ich nicht verstanden habe und was ich nicht verstehe, ist der Winterabschiebestopp, den Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz machen. Warum kann sich Nordrhein-Westfalen da nicht anschließen? Nicht wieder bitte sagen, dass wir das schon mal für den Kosovo gemacht haben, dass wir das deswegen nicht machen können. Es geht um Serbien, Mazedonien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Albanien. Es wird gemacht, es ist möglich in Abstimmung mit dem Bundesinnenminister, glaube ich, haben Sie jetzt auch viel bessere Möglichkeiten als noch vor einigen Monaten. SPD-Grüne geführte Bundesländer im Norden machen es. Warum können wir das nicht? Ich will eigentlich auf nur das verweisen, was Frau Düker schon ausgeführt hat. Ich glaube, dass wir, was die Erlasslage angeht, aber was das aktive Handeln angeht, wir deutlich weiter sind als diejenigen Länder, die jetzt für sich ein Wintermoratorium oder Wintererlass in Anspruch nehmen. Die rechtliche Lage habe ich Ihnen erklärt, Herr Herrmann. Es ist nun mal so, dass eine Länderanordnung in diesem Bereich längstens 6 Monate wirken darf. Im Übrigen weise ich darauf hin, dass eine kleine Delegation von Integrationsministern parteiübergreifend Serbien und Mazedonien besucht haben und von den NGOs vor Ort darauf hingewiesen worden sind, dass eine Rückführung abgelehnter Asylbewerber schnellstmöglich erfolgen sollte, damit die wenigen Integrationsbemühungen gegenüber Sinti, Roma und anderen ethnischen Minderheiten in diesem Land tatsächlich greifen, dass die Kinder nicht entwurzelt werden und bei einer Rückführung wieder den Zugang zum dortigen Bildungssystem haben. Wichtig ist uns, dass die Menschen, die seit Jahren hier nur geduldet sind, einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben, zukünftig eine Perspektive haben. Da danke ich Ihnen für das Lob, Herr Herrmann, aber ich glaube, da haben viele daran gewirkt, dass wir das jetzt in Nordrhein-Westfalen umsetzen können, weil das im Vertrag der Großen Koalition in Berlin so zustande gekommen ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Soweit Kurzintervention und Gegenrede. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir sind somit am Ende der Beratung angelangt und kommen zur Abstimmung, die wir allerdings, wir kämen zur Abstimmung, nicht jetzt vollziehen, sondern wie verabredet wird auch die Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt nach der Behandlung des Top 10 zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
Ich rufe der Antrag der Fraktion der Piraten, Wintermoratorium für Abschiebungen in südosteuropäischen Ländern. Die Debatte ist geführt worden. Wir kommen zur Abstimmung über diesen Antrag, Drucksache 4591. Auch hier hat die antragstellende Fraktion der Piraten direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen zur Abstimmung über den Inhalt dieses Antrages. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, FDP bei Enthaltung des Abgeordneten Stein.